Hallo zusammen, Stefan hier von EDC Austria und heute möchte ich über das Custom Knife Factory SSE reden. Bringen wir zuerst einmal die Spezifikationen aus dem Weg. Die Gesamtlänge des Messers ist 220 mm, also 22 cm. Die Klinge ist 9,5 cm. Verbaut wurde sehr schöner, sehr gut verarbeiteter M390 Stahl. Und mit sehr gut verarbeitet meine ich, dass ich jetzt schon seit einer Woche dabei bin, ziemlich feste Pappe zu schneiden. Und das Ding leistet sich absolut keine Schwäche. Also habe es noch nicht mal abgezogen und das schneidet wie am ersten Tag. Und ich habe schon einige High-End-Messer mit fester Pappe relativ schnell in die Knie gezwungen. Das Ganze läuft auf keramischen Kugellagern. Das ist aber fast schon Standard dieser Tage. Man hat einen schönen Titangriff. Man hat allerdings stählerne Hardware. Das sieht man hier daran zum Beispiel, dass die blaue Plattierung nicht hineingeht. Das heißt, hier in der Mitte ist ein bisschen Silber, obwohl ich noch nicht selber damit herumtan habe. Hier ist das Loch, um für Linkshänder umzustecken. Es ist recht interessant, weil viele High-End-Messer haben das dieser Tage gar nicht mehr, weil die mehr aufs Ästhetische gehen, anstatt auf die 10% der Leute zu schauen, die es eigentlich brauchen würden. Man hat natürlich vom Titan zur Klinge einen Edelstahleinsatz, damit das nicht direkt am Titan greift und eventuell Lockstick erzeugen könnte. Es ist wunderschön zentriert, das Messer. Und jetzt habt ihr es gerade gesehen, ich muss etwas speziell greifen, damit das Messer aufgeht. Und da sind wir auch schon beim Problem mit dem Messer. Wenn man ein Messer so in die Hand nimmt und dann so hält und es versucht aufzumachen, kann ich so viel Kraft aufwenden, wie ich will. Es geht nicht. Ich muss hier so nach hinten greifen und dann geht es ganz problemlos. Ich verwende mein Messer nicht zur Selbstverteidigung. Wenn ich das aber tun würde und eine Zehntelsekunde wichtig ist und ich das Messer länger nicht getragen habe, und dann erst dran denken muss, oh, ich muss umgreifen, kann es vielleicht schon zu spät sein. Mir persönlich ist es egal. Aber es ist doch ein relativ großer Bereich hier, den man nicht angreifen darf. Und man hat auch nur einen kleinen Bereich, wo man hingreifen kann. Weil man muss wirklich so runtergreifen, dann geht es problemlos auf. Das ist aber wirklich der einzige Schwachpunkt, den sich dieses Messer leistet. Alles andere von der Verarbeitung über die Ergonomie, alles ist perfekt, aber das Problem mit dem Flipper wird halt für einige ein sogenannter Dealbreaker sein. Das Titan ist natürlich innen ausgehöhlt, ich zeige euch das mal. Hier sieht man sehr schön, wie das Titan ausgehöhlt ist auf beiden Seiten, um das Gewicht runter zu kriegen. Na servus, heute zitter ich mal wieder schön. Wenn wir gerade bei den Spezifikationen sind, schauen wir uns gleich mal die Dicke der Klinge an. Die ist bei 3,47, das ist auch genau das, was vom Custom Knife Factory angegeben wurde, aber ich schaue halt immer gern selber nach. Schauen wir dann gleich mal zum Gewicht auch. Wir haben 131,5 Gramm. Das ist für ein Messer in der Größe eigentlich sehr, sehr wenig. Vom Lieferumfang her kommt das in der Pouch, man kriegt keine Pappendeckeltasche oder irgendwas dazu. Und hier drinnen hat man dann das übliche Mikrofasertuch, aber ein sehr gutes, den CKF-Sticker, die traditionelle Schokolade.
Und hier das Zertifikat, wo der Name draufsteht, die Seriennummer, die ist bei mir 103. Der Stahl steht nicht drauf, aber der steht am Messer selbst drauf. Und es wurde im Juni 2017 gefertigt. Man hat auf der einen Seite den Stahl stehen. Die Seriennummer findet man hier. Ich hoffe, man sieht das, weil ich sehe es nämlich nicht am Videomonitor, weil ich nicht gut genug sehe im Moment. Aber es ist alles ein komplett durchgestyltes, perfektes Messer, bis auf das kleine Problem. Ich meine, für mich ist es ein kleines Problem. Müsst ihr entscheiden, wie groß das Problem für euch ist. Naja, aber die Klinge ist auf jeden Fall spitze. Das werdet ihr dann eh in den Schneidetest sehen. Und da merkt man auch, wie leicht das durchgeht, weil manche Leute verwenden ja dann festeres Papier, damit die Schneidetests gescheit funktionieren. Aber das ist ganz normales Kopierpapier, was ich zerschnitten habe. Und das geht mit so einer Leichtigkeit durch, weil normal hört man, wie sich das doch ein bisschen plagt. Und das war nach einer Woche der intensiven Verwendung mit Pappendeckel. Machen wir mal den Größenvergleich. Hier haben wir als erstes das Large in Cozy. Und von der Größe her ist bei der Klinge doch ziemlich gleich, aber der Griff ist beim SSE etwas länger. Als nächstes ein Messer, das sehr bald kommen wird zum Review, nämlich das Zero Tolerance 0456. Das ist ein bisschen ein kleineres Messer und man sieht hier, dass es sowohl bei der Klinge als auch beim Griff um einiges kürzer ist. Dann haben wir noch hier, weil die Messer alle auch ähnlich ausschauen, habe ich die genommen. Das Kaiser Intrepid, auch kein kleines Messer im Normalfall. Allerdings gegen das SSE fällt es dann schon ein bisschen ab. Und zu guter Letzt habe ich vorher noch extra das 0801 geholt von Zero Tolerance, weil das einer meiner größten Folder ist, aber bei der Klingenlänge steckt er auch ein bisschen ein. Also dadurch wird das, glaube ich, echt mein größter Folder im Moment. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden damit. Das ist ein absolut stabiles Messer. Ich bin sicher, ich kann mich darauf verlassen. Ich muss halt nur mit Bedacht so öffnen und wenn ich die Finger so oben habe, absolut keine Chance. So, kein Problem. Wenn das für euch auch kein Problem ist, man kann es im Moment für $348, beim derzeitigen Kurs sind das 301 Euro bestellen. Das ist inklusive Versand. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und jetzt kommen noch die Schneidtests, falls sie euch interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Wenn es Fragen oder Anregungen gibt, schreibt das bitte in die Kommentare. Und ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt, für weitere Videos und schönes Wochenende. Tschüss!